The beat to me like sap to a tree. It's in me. The rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Herzlich willkommen zur diesjährigen Mut Baharamut hier in Lübeck. Also nochmal schön, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche Ihnen einen interessanten, erfolgreichen, inspirierenden Kongress. The Mut Baharamut is always a good place for all the people who've been working on Moodle by themselves and developing new techniques, new code, to come together and share all that and their experiences. And it's amazing seeing how many different avenues people are going down. Ich bin wirklich begeistert über diesen tollen Spirit der Community. Wir kommen ja hier zum ersten Mal auch am Standort wirklich in Austausch mit allen möglichen Menschen, die Moodle einsetzen. Die meisten setzen es anders ein als wir. Und dieses Spannungsfeld in der Vielseitigkeit der Anwendungen und auch der Überlegungen zu den Szenarien ist auch etwas, was uns selber vorwärts bringt. Wir müssen unsere eigenen Ideen immer mit dem austauschen, was auch andere denken, und kommen dann natürlich auch zu höherwertigen Erkenntnissen. Ja, ein Statement von einer Frau, die bisher keine Ahnung hatte, was Moodle-Mut bedeutet und jetzt ganz glücklich ist, unglaublich kreative, innovative Leute kennengelernt zu haben und daran zumindest mit der Organisation beteiligt gewesen zu sein, um dafür zu sorgen, dass das hier auch organisatorisch eine wunderbare Veranstaltung gewesen ist, die für die Zukunft wahrscheinlich noch viel Großes bewirken wird. Danke. Ja, also die Moodle-Mut ist eine tolle Konferenz, also vor allem, weil sich auch hier viele Open-Source-Entwickler treffen, was für mich also ganz wichtig und wesentlich ist, dass also so eine Gemeinde entsteht und sich auch dazu bekennt, also Software gratis und frei weiterzuentwickeln, wieder an die Allgemeinheit zurückzugeben. Also die Moodle-Mut war für uns besonders interessant, weil wir waren, glaube ich, die einzigen hier auf der ganzen Konferenz, die keine Ahnung von Moodle hatten. Stimmt, wir kennen Moin so ein bisschen. Ja, aber Moin ist ja nicht Moodle. Nee, sieht nicht aus wie Moodle, stimmt. Aber der Ichmuck läuft auf Moin und den haben wir hier vorgestellt. Und das hat uns viel Spaß gemacht, weil viele Nachfragen da waren. Ja, finde ich super, finde ich gut organisiert. War auf jeden Fall super, so viel positives Feedback auch für unsere Software-Kapierer zu bekommen. Ja, Moodle-Mut Lübeck, eine Reise in den hohen Norden von Wien aus. Bin sehr froh, dass ich da bin und habe wieder alle wichtigen Key-Player im deutschsprachigen Moodle-Raum getroffen und wir haben neue Pläne geschmiedet. Wer nicht dabei war, weiß eigentlich gar nicht, was eine Moodle-Mut ist. Und da muss man nochmal genau hingucken. Also Moodle als Lernplattform hat gleichzeitig eine Community. Und im deutschsprachigen Bereich sind die Moodle Moods die jährlichen Treffpunkte derer, die Anwender sind. Ja, was war die Moodle Mood? Ich bin hierher gefahren, weil ich schon seit Jahren Moodle einsetze und bisher, glaube ich, nicht viele Features nutze. Und mein Ziel war hier herauszufinden, was gibt es denn sonst noch alles so? Was kann Moodle alles für mich bieten und für den Unterricht, den ich mit meinen Studierenden mache? Und ich muss sagen, da bin ich doch sehr positiv überrascht worden. Also ich habe viele Eindrücke bekommen, viele Ideen bekommen, was man noch machen kann. Die lange Anreise, die hat sich gelohnt. Es ist wieder ein sehr umfangreiches Programm. Ich nehme mir einige Sachen mit, unter anderem, dass die FH Lübeck Nummer 1 bei den MOOCs in Deutschland ist, aber nebenbei auch auf Augenhöhe mit eigentlich dem Erfinder Martin Dugiamas zu reden. Das ist eine Besonderheit und auch das Gefühl zu haben, hier wirklich mitreden zu können, wie die nächsten Entwicklungsschritte aussehen. Ja.